Alle haben Feierabend, nur wir beide stehen hier wieder und filmen. Genau so ist es. Ja, heute geht es weiter mit dem 271 Nicht-Evo-Motor. Heute behandeln wir nämlich den Kompressormotor, also 271, 1,8 Liter Kompressor. Wir haben den jetzt soweit zerlegt, beziehungsweise Zylinderkopf runtergebaut, haben jetzt schon mal so ein bisschen mit den groben Arbeiten angefangen, wie ja, Ventilbesichtigung, ja, wie man sieht hier, das war ja nochmal zur Erinnerung, hier war ja die Steuerkette übergesprungen, weil die Steuerkette sich gelenkt hat und der Kettenspanner hier von der Wirkung her nachgelassen hat. Ihr seht ja, das ist eine totale Luftpumpe, der Kettenspanner. Wie gesagt, Kette übergesprungen, Ventile krumm. Na, sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn man das hier mal über den Tisch dreht. Das Ventil eiert hier halt. Somit kann das Ventil hier im Ventilsitz nicht mehr richtig abdichten. Ja. Sieht man hier so ein riesengroßer Spalt. Groß wie ein Scheunentor. So, und die Ventile sind zu früh geöffnet. Die Ventile wollten öffnen, sind auf den Kolben gekommen, verbiegen sich dadurch, weil halt die Kette übergesprungen ist. Und jetzt braucht der Motor neue Ventile. So, neue Ventile sind schon da. Ja, das sind die neuen Ventile. Die sind natürlich dementsprechend gerade. Ja, wenn wir die jetzt hier über die Tischkante drehen, da zappelt nichts. Ja, aalglatt. So, und somit kann das Ventil natürlich jetzt wieder im Ventilsitz abdichten. Ist flüssigkeits- und auch ziemlich luftdicht. Ja, und somit haben wir wieder eine Kompression und haben natürlich wieder einen Zustand, worauf wir aufbauen können. Ventilführung haben wir vermessen. Gute Nachricht für den Kunden. Die Ventilführung ist gerade. Die Ventilführung ist auch noch nicht großartig verschlissen. Ist noch im Toleranzbereich. Wir haben jetzt auch schon mal die Auslässe auseinandergebaut, beziehungsweise wir haben die Ventilschaftabdichtung natürlich demontiert, und hier sieht man natürlich auch ganz klar, das ist so eine Ventilschaftabdichtung. Ich zeige mal, an welcher Stelle die sitzt. Ah, da muss man den Zylinderkopf einmal umdrehen. Das ist ja die Zylinderkopfoberseite und die Ventile stecken hier von unten drin. Ich stecke mal eben eins rein, komme ich da irgendwo gegen. So, ich stecke mal hier so ein Ventil rein. Das ist jetzt auch noch, das ist ein altes Ventil, aber ist auch genau für Demonstrationszwecke genau richtig. So, hier steckt das Ventil drin. Im Normalfall steckt dann die Ventilschaftabdichtung, die das Öl halt von dem Ventil halt abzieht. Ja, steckt hier drauf. Dann steckt hier auch noch eine Unterlegscheibe drauf und dementsprechend die Ventilfeder, die das Ventil offen hält und so weiter. So, die Ventilschaftabdichtung wäre natürlich dementsprechend neu gemacht, weil die natürlich mit den Jahren hart werden. Ist natürlich auch ein Gummi. Hier ist eine Feder noch außenrum und ein Gummi. Und die verkoken natürlich. Ist natürlich jetzt hier mit der Kamera fast nicht einzufangen. Hier in dem Bereich, wie mal wieder vor meinem Fingernagel, ist natürlich dementsprechend Verkokung. Und diese Ventilschaftabdichtung kommt dann halt neu. Ja, kriegst du eingefangen. Gut, also Ventilschaftabdichtung kommen natürlich neu. Jetzt haben wir noch eine andere Problematik. Hier liegen noch die guten. Die haben wir schon mit Defekt deklariert. Die Nockenwelle, die hier oben im Zylinderkopf sitzt, die hat sich ja weitergedreht. Hat die Ventile kaputt gedrückt und somit läuft der Hydrostößel dann dementsprechend auf Block. Das heißt, der kriegt hier einen auf den Deckel. Der Hydrostößel und auch der Rollenschlepphebel. Im allerschlimmsten Fall kann so ein Rollenschlepphebel auch mal durch die Krafteinwirkung, wofür es ja gar nicht ausgelegt ist, kann so ein Rollenschlepphebel auch mal verbiegen. Deswegen machen wir natürlich selbstverständlich alle Hydrostößel, auch von der gegenliegenden Seite, auf der Auslassseite, hatten wir ja keinen Aufsetzer. Die Ventile sind auch gerade, die haben wir schon vermessen. Machen wir natürlich auch die Hydrostößel neu, aber natürlich die Rollenschlepphebel nicht, weil da hat man keine falsche Krafteinwirkung. Die sind als defekt deklariert, die Einlassrollenstößel, und die werden wir auch nicht erneuern. Ja, was haben wir noch? Klar, ich habe mir den Ölfilter mal wieder genau angesehen. Und hier sieht man natürlich auch, klar, hatten wir ja, das war ja auch schon unser Anfangsbild, was wir ja beim letzten Mal hatten. Und da stand ja drauf, wer alle 25.000 Kilometer Öl wechselt, der kann hier sehen, was passiert. Und da ist natürlich auch genau
Ist es natürlich auch genau, weil wenn wir hier unten reingucken, hier sehen wir halt viel Metallabrieb in den Falten. Und wir sehen auch hin und wieder richtig Ölkohle hier drin. Gerade eigentlich unten sieht man das immer. Ich muss mal gerade gucken, ob wir hier mal so eine Falte haben. Ja, hier unten drin ist natürlich immer schwierig zu erkennen. Ja, hier sind so Ölkrümel, ganz kleine Ölkrümel sind hier unten drin. Und diese Ölkrümel sind natürlich dementsprechend hart und die sorgen natürlich halt auch für so einen abrasiven Verschleiß. Ja, wie gesagt, Ölfilter mal angucken. Was haben wir noch? Ja, Nockenwellenversteller wollen wir dementsprechend erneuern. Klar, so ein Nockenwellenversteller, der fängt ja auch immer an zu klappern. Wir haben ja auch schon gesehen, die Verzahnung ist hier dementsprechend verschlissen. Die Nockenwellenversteller habe ich auch schon mal gelöst. Wie schon so oft, ich zerlege ja auch immer ganz gerne den Nockenwellenversteller. So, zerlegen brauchen wir den soweit gar nicht, sehe ich gerade. Die ganzen Anlageflächen sehen ja eigentlich gut aus. Das ist fast ungewöhnlich, aber hier sieht man mal die Ablagerung. Ne? Guckt mal hier, was hier so an Ablagerung in diesem Nockenwellenversteller drin rumschlummert. Ne? Ja. Das ist immer das, was ich sage, ne? Mit dem Öl wechseln. Das ist ja kein Mist, was ich sage. Das ist ja hier, guck dir das an, da. Siehst du, was da rauskommt? Ja. Aber einige Leute sagen ja, man braucht keinen Öl wechseln. Mich würde mal interessieren, wann ihr euren Ölwechsel immer macht. Nach wie vielen Kilometern? Ist ja interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Pierre sagt ja 7.000 bis 10.000 Kilometer. Da haben sich ja echt einige drüber lustig gemacht. Ja, braucht man gar nicht wechseln. Ölwechsel ist völlig unnötig hier. Guck dir das mal an. Ja. Guck mal. Und du wirst ja auch von der Ölindustrie bezahlt. Ja, bestimmt. Ja, also wenn die Ölindustrie mich mal bezahlen will, klar, ihr könnt mich gerne bezahlen. Ich kriege von euch keinen Pfennig. Ich muss sogar mein eigenes Öl kaufen. Also von daher, hier, guck dir das an. Ne? So ein Kram liegt hier im Nockenwellenversteller rum. Und das erzeugt natürlich Verschleiß hier. Ne? Das ist natürlich alles andere als schmierend. Das reibt und tut im Nockenwellenversteller da rum und deswegen fangen die dann auch an zu verschleißen und an zu zicken. So, deswegen erneuern wir auch gar nicht, beziehungsweise wir erneuern hauptsächlich A, weil wir genau wissen, dass es damit Probleme gibt und B, hier filmen wir hier eben oben drauf. Ja, die neue Steuerkette soll natürlich auch auf vernünftigen Nockenwellenverstellern laufen hier. Das ist alles rau. Na, damit die Steuerkette nicht gleich wieder gelenkt ist und wieder Ärger macht, machen wir natürlich den Nockenwellenversteller von der Verzahnung neu. Ist auch ein Austauschteil bei Mercedes. Also von daher, wir haben den nie aufgehabt, würde ich sagen. Wir bauen das jetzt schnell wieder zusammen. Beziehungsweise mache ich nachher in Ruhe. Und wie man hier sieht, guck mal, ist auch von 2003. 2003 heißt, das ist 17 Jahre alt. Und ich finde, nach 17 Jahren darf halt auch so ein Nockenwellenversteller in Rente gehen. Ja, also wie gesagt, Ventile krumm. Hier, das ist übrigens der Kettenspanner. Das ist das, was ihr gesehen habt, wo die Kette hier oben über die Nockenwellen lief im vorigen Video. Ja, wir können ja nochmal eine Infokarte einblenden, beziehungsweise hier so ein Link. Dann könnt ihr euch das Video nochmal angucken, wie die Steuerkette hier oben rüber holpert. Ja, kein Wunder, ne? Aber wie fest ist ein neuer denn? Bei dem Spanner, naja. Das ist ja im Prinzip wie so ein Ventil. Ne? Also das sollte nicht so eine Art Luftpumpe sein. Ne? Klar, das ist jetzt hier ein bisschen entfettet. Wenn da noch ein bisschen Öl drauf ist, dann ist das noch ein bisschen träger. Aber so sollte es natürlich nicht sein. Hier ist der ganze Verstellmechanismus. Der sieht soweit gut aus. Erneuern wir natürlich in der Regel auch immer mit. Außer es ist gerade irgendwie erst frisch gekommen. Ja, hier die Zylinderkopfdichtung. Die habe ich mir auch einmal genau angeguckt. Die Zylinderkopfdichtung ist so eine genannte Mehrlagenmetall. Zylinderkopfdichtung, hier in diesem Fall drei Lagen, eine obere Dichtung, eine untere Dichtung und eine Mittelschicht. Die Mittelschicht ist im Prinzip immer für die Stärke, damit kann man verschiedene Zylinderkopfdichtungsstärken erzeugen. Und ja, die ist soweit in Ordnung, wie eben schon erwähnt. Zündkerzen sahen echt miserabel aus, auch dreckig und ölig hier. Ne? Ja, eine Platinkerze, ja, hier auch ganz viel Ruß im Zündkerzengewinde und das bestätigt halt auch das, was wir gemerkt haben. Hier sieht man den ganzen Ruß im Kerzengewinde, ist übrigens extrem schädlich für eine Zündkerze, weil die Zündkerze, hier findet ja die Verbrennung statt und die Zündkerze kann nur über das Gewinde die Temperatur ableiten. Und ist eine Zündkerze nicht richtig angezogen und das Gewinde verdreckt, so wie in diesem Fall, die Zündkerze die Temperatur über das Gewinde nicht richtig ableiten. Ja, und man sieht ja hier oben auch,
richtige Verbrennungsrückstände im Bereich des Dichtrings. Und ja, dann kann das Ganze hier so anfangen zu glühen und die Keramik kann anfangen zu brechen. Die Keramik fällt in den Brennraum und zerstört den Zylinder. Also, Zündkerze war nicht ausreichend angezogen. Auch ein massiver oder ein Grund für einen Motorschaden, der hätte demnächst passieren können. Nockenwellen sehen soweit gut aus. Ja, auch das eigentlich immer ein Thema. Mit den Rollenschlepphebeln hin und wieder laufen auch Rollenschlepphebel ein. Hier wirklich ein schönes Bild, wo der Rollenschlepphebel lief. Hier die Nockenwellen-Ober- und Unterteil, also die sogenannten Halbschalen. Ja, man sieht das hier an der Oberseite. Ja, das ist, sitzt oben. Die Nockenwelle drückt durch die Ventilfedern hoch. Ja, auch keine Riefenbildung. Das zeigt mir eigentlich, dass wir bei diesem Motor keinen Schmierungsmangel hatten. Ja, na, das ist ja weiches Aluminium. Und hätten wir jetzt eine Mangelschmierung gehabt, also zu wenig Öl im Motor oder der Ölfilter war längere Zeit schon etwas dicht, dann hätten wir hier oben richtige Verkratzung und das würde halt für einen Ölmangel oder auf einen Ölmangel hindeuten. Ja, klar, Thermostat und sowas wird natürlich dementsprechend halt auch erneuert, um die Temperaturstabilität von dem Motor zu gewährleisten. Ja, was gibt's noch? Ach so, hier, das wollte ich auch noch zeigen. Ich hatte nämlich hier schon ein bisschen angefangen, die Ventile einzuschleifen. Hier ist noch ein krummes. Füll mal hier rein. Das sind die Auslasskanäle. Ja, hier sind die Einlasskanäle, hier sind die Auslasskanäle. Und wenn man jetzt mal guckt, hier ist ganz harte Verkrustung. Ne? Diese Verkrustung, die machen wir natürlich da weg. Ja, hier auch. Überall Verkrustung. Die machen wir dann natürlich weg. Dann sieht das so aus wie hier. Wir gehen da einmal. Ja, hier sieht man den Unterschied. Hier zu hier und die machen wir natürlich dementsprechend sauber, so dass der Motor hinterher auch wieder die volle Leistung hat und auch die Ventilführung werden dementsprechend gereinigt, weil, guck mal hier, hier ein altes Ventil, hier ein Entschuldigung, beides sind natürlich alte Ventile, das Ventil ist jetzt einmal vorgereinigt, das muss auch noch geschliffen werden. Ne, hier sieht man noch die ganzen Verbrennungsrückstände, die hier auch schon in den Ventilschaft hoch rutschen bzw. hochbrennen, bzw. ja, hochbrennen könnte man sagen, ja, sich ablagern. So, hier sehen wir, dass das Ventil auch gar nicht mehr richtig gedichtet hat. Hier sehen wir so ein Pitting, nennt man das auch in der Fachsprache. Und dieses Pitting sorgt dafür, dass das Ventil auch auf der Auslassseite da nicht so richtig abdichten kann. Ja, das wird natürlich, so wie dieses Ventil, werden die ganzen Ventile gereinigt, die werden einmal plan geschliffen. Und dann in der Ventilsitz wird einmal sauber geschnitten, so dass das Ventil dann dementsprechend wieder gut abdichten kann und für eine volle Kompression sorgt. Ja, das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen begleiten und dann seht ihr das Resultat, wie der Motor schön seidenweich anspringt. Und ich muss jetzt weitermachen.